Naheliegend wäre es, bei einer Gynäkologin anzurufen, einen Termin bei Dr. Lip zu suchen oder es bei der 116 117 zu probieren. Aber auch nach mehreren Versuchen bekomme ich erst einen Termin in 3 Wochen. Ich mache mich auf die Suche und will wissen, lassen sich andere eigentlich auch testen? Die meisten wollen gar nicht mit mir sprechen. Habt ihr euch schon mal testen lassen auf sexuell übertragbare Krankheiten? Noch nicht, nein. Wieso nicht? Es gab noch keinen Grund dafür. Bist du sicher, dass du nichts hast? Ja, ich denke schon. Ich hatte Sex mit einer Frau gehabt und die hat mir dann gesagt, dass sie Gonorrhoe hatte und positiv war. Dann habe ich mich auch testen lassen und war aber alles negativ. In Brasilien habe ich mich testen lassen. Da ist es so einfach. Der Doktor bietet dir alles an, aber wenn du es hier versuchst, musst du erst richtige Beschwerden haben. Was diese Person erzählt, höre ich öfter. Dass es nicht so einfach ist, sich kostenlos testen zu lassen, wenn man keine Symptome hat. Ohne Symptome zahlt man 180 bis 300 Euro. Das Problem? Bei Chlamydien zum Beispiel sind die meisten Infektionen symptomfrei. Unentdeckt kann das unfruchtbar machen. Also Frauen oder Menschen, die schwanger werden können, haben durch unerkannte Chlamydieninfektionen ein höheres Risiko, später nicht gewollt schwanger werden zu können oder ein erhöhtes Risiko auch für Eileiterschwangerschaften. Tessa Winkel ist Gynäkologin im Zentrum für sexuelle Gesundheit in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie berät und testet Menschen, die beim Frauenarzt, der Hausärztin oder Dermatologin abgewimmelt wurden. Wir sind gut vernetzt im niedergelassenen Bereich. Wir sprechen immer mit den Kollegen, mit den Berufsverbänden. Und da wird häufig eben auch angeführt, dass einfach diese Leistungen von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Vielleicht ist es manchmal auch so, dass es einfach nicht so im Fokus der Ausbildung ist. Also die sexuelle Gesundheit ist im Rahmen der gynäkologischen Ausbildung jetzt gar nicht so ein großes Thema. Beim Gesundheitsamt bekommt man nach einer telefonischen Beratung einen Termin für die nächste Woche. Dann wird man anonym und unkompliziert getestet. Das Ergebnis gibt es eine Woche später. Wer nicht auf einen Termin warten möchte, kann sich ein Testkit nach Hause bestellen. Bei der Deutschen AIDS-Hilfe bekommt man zum Beispiel das SAM-Set für 75 Euro, Beratung inklusive. Das, was das Testkit unterscheidet von anderen Anbietern am Markt, ist eigentlich dieses Beratungsgespräch und dass man auch seine Ergebnisse, sollte mal was positiv oder reaktiv sein, nicht ungefiltert bekommt, sondern wirklich eine Rückrufbitte vom Partner-Checkpoint erhält und dort das Ergebnis dann mitgeteilt wird und auch das weitere Vorgehen direkt besprochen wird. Mein Fazit, an einen Test zu kommen, kann lang dauern. Und wenn man keine Symptome hat, ist es auch teuer.